Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Implex und heute machen wir mal wieder ein neues Video hier auf Enten Games. Ihr seht schon, mein Skin ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich habe eigentlich meinen Skin drin, aber irgendwie lädt er nicht. Das ist ein bisschen seltsam. Aber gut, ist ja auch nicht so wichtig. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auf den City-Build. Und da sind wir auch schon. Ihr seht schon, hier ist mein Haus. Ich habe damit im letzten Video schon angefangen. Und ich würde mal sagen, es ist gerade Nacht. Ich kann ja mit meinem Rang Tag machen. Und ihr seht schon, hier habe ich mein Haus gebaut. Ich mache mal kurz einen Flybooster an. Dann könnt ihr hier einmal das Grundstück sehen. Von oben sieht es noch nicht so toll aus. Da muss ich auf jeden Fall noch ein Dach bauen. Aber ansonsten habe ich hier draußen so ein Hologramm. Und also hier steht so Hallo Implex 5. Da steht dann halt der Name von dem Spieler, der halt gerade draufkommt. Willkommen auf meinem GS. Liebe Grüße, Implex. Dann geht man hier über den Weg hier rein. Hier sieht man einmal meinen Kopf. Ich werde auf die andere Seite auch noch einen Kopf machen. Ich werde mir noch überlegen, was ich da für einen Kopf hinmache. Ich werde da wahrscheinlich nicht meinen eigenen hinmachen. So, dann geht man hier durch einen Gang rein. Hier habe ich auch schon ein bisschen Licht an der Decke. Und hier gibt es einen großen Chest-Shop. Ich muss die Preise auf jeden Fall noch überarbeiten. Ich weiß, es ist ein bisschen teuer im Vergleich zu anderen Leuten, die hier Sachen verkaufen. Aber es ist auf jeden Fall schon mal günstiger als am Spawn. Deswegen würde ich überlegen, ich verkaufe es lieber am Spawn als hier, weil am Spawn kann ich dafür mehr Geld bekommen. Also hier habe ich einmal Smaragde, hier habe ich alle möglichen Holzsorten, die ich halt so habe. Dann hier gibt es noch Eisen, Kohle, Redstone und verschiedene Steinsorten. Es gibt noch Quarz, Netherstein, ich könnte es eigentlich schon machen, aber ich weiß halt noch nicht, was für einen Preis ich hierfür nehmen sollte. Für Quarz genauso. Quarz habe ich 42 Stück, Glowstone habe ich 30, okay. Okay, hiervon habe ich ziemlich viel. Und ansonsten, ja, hier ist noch nichts. Okay, gut. Ich muss einmal kurz /feed machen. Also ihr seht auch schon, ich habe hier schon einiges an Geld. Ich habe 1546 Dollar gerade. Ich muss mal kurz gucken. Ich gehe mal kurz an den Spawn und schaue, was man so verkaufen kann. Also ich kann Weizen verkaufen, Eisen, Dias. Hier seht ihr schon, 35 Dollar pro Dia bekomme ich hier. Ich bekomme 35 Dollar pro Dia. Da lohnt es sich auf jeden Fall viel mehr, die Dias hier am Spawn zu verkaufen, als irgendwie bei anderen Spielern, weil die anderen Spieler dafür höchstens irgendwie 10 Dollar oder so bezahlen und am Spawn bekomme ich für einen Dia einfach 35 Dollar. Ich verstehe auch nicht, warum die anderen Spieler dafür so wenig nehmen. Und Dias sind ja hier auch eigentlich ziemlich selten, also seltener als in einer normalen Minecraft-Welt. Und deswegen, ja. Seht ihr schon, ich habe jetzt 280 Dollar bekommen. 280 Dollar dafür, dass ich hier 8 Dias verkauft habe. Ich habe noch 6 Stück, man kann nur 8 Dias verkaufen, leider. Nächste Woche kann ich dann nochmal 8 Dias verkaufen für auch wieder jeweils 35 Dollar. Aber ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall viel mehr, als die bei anderen Spielern zu verkaufen. So, was kann ich noch verkaufen? Kürbisse. Und geschmolzener Stein. Oh, geschmolzener Stein. Oh, da erhalte ich nur 1 Dollar pro Stück. Ja, okay. Okay, gut. Machen wir so. Dias kommen wieder hier in die Truhe. So. Übrigens, mein Skin funktioniert hier auch nicht. Ich habe hier eigentlich auch meinen richtigen Skin drin, aber irgendwie ist das gerade sehr verbuggt. Okay, Cleanstone hier. Oh, ich habe einen Stack. Und den kann ich auch komplett verkaufen. Also ich kann hier wirklich 64 Stück verkaufen. Sehr gut. Okay, ansonsten Weizen, Eisen und Kürbisse. Muss ich mal gucken. Ich glaube, ich habe keine Kürbisse. Muss ich mal kurz in meine Ender-Chest gucken. Was habe ich eigentlich in meiner Ender-Chest? Okay, da habe ich diese Spitzhacke mit Haltbarkeit. Oh, hier habe ich eine viel krassere Spitzhacke. Ich glaube, ich muss mal meine ganzen Sachen hier in die Ender-Chest machen. Nicht, dass ich hier noch irgendwas verliere. So, auch das Schwert, das brauche ich gerade auch nicht. Die Enderperlen. Was habe ich noch? Ich habe eine ganze Menge Holz. Das bringe ich lieber auf mein Grundstück. Gut, also Kürbisse, Eisen und Weizen. Mal gucken, wie viel Eisen ich habe. Okay, ich habe gar kein Eisen. Das ist ein bisschen... Okay, warte mal, ich guck mal. Irgendwo muss ich doch noch Eisen... Ich kann Eisen schmelzen. Ich habe hier noch ein bisschen... Ich kann ganz viel Eisen schmelzen. ich habe hier noch einen Kopf. Ja, finde ich, passt jetzt nicht so gut hier hin. Kohle. Oh, ich habe richtig viel Kohle. Also Kohle habe ich wirklich sehr viel. Dieses Item heißt einfach 16 mal Kohle. Ich muss das mal austauschen gegen ein anderes Item. So. Oh, ich habe hier noch Cleanstone.
Gut, dann mache ich hier mal jetzt 8 Eisen rein. So, hier habe ich auch noch Cleanstone. Okay, also ich habe hier sehr viel Cleanstone noch überall drin. Oh, hier ist Eisen. Hier ist Eisen. Okay, warte, ich mache jetzt noch mal ein bisschen mehr Eisen rein. Hier ist noch mehr Cleanstone. Mache ich auch Eisen rein. Hier ist noch mehr Cleanstone. Da mache ich auch noch Eisen rein. Und hier ist noch mehr Cleanstone. Da mache ich auch noch Eisen rein. Also Leute, an Eisen mangelt es auf jeden Fall nicht. Oh, mein Flybooster läuft 2 Minuten aus. Ja gut, ist jetzt auch nicht so wichtig. Ich brauche den vielleicht später nochmal, um hier oben das Dach zu bauen. Aber das, ich weiß nicht, ob ich das noch in dieser Folge mache. Vielleicht mache ich das auch mal anders. Okay, hier kann ich auf jeden Fall schon sehr viel Eisen rausholen. Hier sind auch noch 4 Stück. Hier sind auch 4 Stück. 4 Stück. 3 Stück, warte, jetzt 4 und hier sind auch 4 Stück, gut. Ich lege meine Kohle mal wieder hier rein, die brauche ich ja jetzt gerade nicht. Also ich kann 24 Eisen verkaufen, wie viel habe ich jetzt? Ich habe 35, ja okay, dann verkaufe ich die jetzt alle. Eisen, 24, so, gut. Dafür habe ich jetzt $48 bekommen. Ich kann noch Weizen und Kürbisse verkaufen, ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube, ich könnte mir hier auch irgendwo auf dem Grundstück noch ein Feld bauen. Vielleicht hier? Nee, hier ist schon mal eine unendliche Wasserquelle. Vielleicht hier hinten? Ja, ja, hier ist doch Platz für ein Feld. Gut, dann machen wir hier ein Feld hin. Okay, ich mache mal mein Eisen hier rein. Boah, ich habe hier noch richtig viel Eisen. Also ich habe das ja jetzt alles hier geschmolzen, ist ja klar. So, das kommt auch alles hier rein. Weird Flex. Oh, mir fällt gerade noch auf, ich wollte ja noch mein Zauberdings hier, meine Zauberecke noch ein bisschen weiter bauen. Ich habe ja hier noch nur wenige Bücherregale. Brauche ich noch ein paar mehr. So, ich würde sagen, ich mache hier so ein bisschen Wasser überall hin. So. So, und dann machen wir hier das Feld hin. Sieht doch ganz gut aus, oder? So, jetzt sieht das Feld natürlich immer noch ein bisschen leer aus. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Pflanzen hierfür. Ich guck mal, ob ich irgendwo Samen habe. Eigentlich sollte ich ja noch irgendwo welche haben. Ich guck mal hier in die Kiste. Okay, hier sind keine Samen. Hier sind auch keine Samen. Und hier sind auch keine Samen. Okay, da muss ich eventuell tatsächlich nochmal Samen farmen, was irgendwie ein bisschen weird ist, aber okay. Hier sind auch nirgendwo Samen. Okay, ich gucke nochmal in meine Ender-Chats. Ich glaube auch nicht, dass da Samen sind, aber ich gucke einfach mal. Tatsächlich, nein, hier sind keine Samen. Wer hätte es gedacht? Okay, gut, dann muss ich jetzt erstmal Samen farmen gehen. In der Farmwelt. Okay, gut, machen wir das jetzt. Bekommt man aus diesen Farmen eigentlich auch Samen? Oh, das kam gerade aus dem Farn, oder? Uff, dieser Kiekaktus hat voll die gute Geschäftsidee gehabt. Der hat sein ganzes Weizen schon am Spawn verkauft und jetzt kann er kein weiteres Weizen mehr verkaufen und verkauft dieses Weizen jetzt an ihre anderen Spieler, damit diese das dann am Spawn verkaufen können und wirbt damit, dass die am Spawn fast $100 Gewinn machen können. Was passiert eigentlich, wenn ich hier jetzt einen Eimer Wasser wegnehme? Fließt dann das gesamte andere Wasser hier runter? Oh, ja, mach das. Lol. Ey, ich hab voll den coolen Bug gefunden, den man hier nicht ertrinken kann.
So, ich nehme jetzt hier mal meine 5 Samen, die ich gefarmt habe. Ich habe dafür wirklich lange gefarmt. Also ernsthaft, das hat länger gedauert, als ich dachte. Die platziere ich jetzt einmal hier, so. Und warte, bis die gewachsen sind. Oder ich könnte theoretisch, wenn ich Knochenmehl habe, könnte ich das sogar beschleunigen, damit ich mehr Samen bekomme. Aber ich glaube, ich habe kein Knochenmehl. Brauche ich gar nicht. Doch, ich habe Knochen, tatsächlich. Okay, gut, dann mache ich mir jetzt ein bisschen Knochenmehl. So. Oh, das ist gut, okay. Ich sollte vielleicht auch Tag machen, damit es von alleine besser wachsen kann. So. Okay, und ja. Verbrauche ich eigentlich Knochenmehl? Okay, ich verbrauche kein Knochenmehl, wenn es schon gewachsen ist. So. Jetzt baue ich das wieder ab. So. Und erhalte dadurch schon ein bisschen Weizen und weitere Samen. Das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Wunderbar. Ich könnte jetzt natürlich noch mehr Knochenmehl nehmen und das dann direkt wachsen lassen, aber das mache ich mal nicht, weil ich kann das jetzt natürlich auch abwarten, aber ich lasse es mal lieber nicht mit dem Knochenmehl wachsen. Das würde jetzt einfach zu schnell gehen. Oh ja, man kann hier Weizen wirklich mit sehr viel Gewinn kaufen und dann wieder verkaufen. Naja, aber ich würde mal lieber sagen, dass ich mein eigenes Weizen da verkaufe. Kann ich hier Knochenmehl kaufen? Verkauft er hier Knochenmehl? Knochenmehl wäre gut. Oh ja, er verkauft Knochenmehl. Gut, dann kaufe ich mir mal. Ja, okay, ich kaufe mir 2 Stacks. Es lohnt sich ja. So, das farme ich jetzt mal alles ab hier. Ich habe jetzt schon mehr als einen Stack Weizen. Okay, Kaktus ist hier im Spawn, von dem habe ich mein Knochenmehl gekauft. So, und jetzt verkaufe ich mein Weizen. Okay, ich habe $128 bekommen. Das ist sehr, sehr schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall deutlich mehr, selber Weizen anzubauen und bei Kikaktus einfach nur so Knochenmehl zu kaufen. Die Leute im Chat streiten sich gerade um Fluffigs Kopf, aber ich kann halt einfach so machen, /head Fluffig. So. Und ich habe den Head. Wunderbar. By the way, Leute, wenn ihr noch irgendwelche Schaufeln braucht, ich habe hier eine ganze Menge Eisenschaufeln mit verschiedenen Verzauberungen noch übrig. Also wenn ihr die haben möchtet, schreibt mich gerne an. Ich verkaufe die für nur $10 jeweils. So Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben heute mal wieder einiges geschafft. Wir haben hier dieses Feld gemacht. Wir haben noch ein bisschen Geld dazu verdient. Ich habe jetzt $2026 hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt mir das gerne mit einem Like und schreibt gerne noch Vorschläge für dieses Projekt in die Kommentare. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao.